Fernsehunterhaltung ist aus unserem Alltag nicht wegzudenken. Dabei ist die Art und Weise, wie wir Fernsehen empfangen, so vielfältig wie die Inhalte selbst. Traditionell wird das TV-Signal über TV-Kabel, dem DSL-Anschluss als IPTV, Satellit oder Antenne empfangen. Aber auch die Übermittlung von klassischen TV-Inhalten über das Internet als sogenanntes Streaming wird immer gefragter. Verschiedene Anbieter von Streaming-Diensten ermöglichen ein zeitunabhängiges Abrufen von Filmen und Serien. Das Konsumverhalten wird auf diesem Wege mehr und mehr digitalisiert und individualisiert. Und was bedeutet das für Vodafone? Wir sind bestens aufgestellt, denn wir bieten schon heute IPTV über DSL, Streaming mit der GigaTV-App und natürlich Zugang über Kabel-TV an. Wobei Kabel-TV das Herzstück unseres Portfolios darstellt. Grundsätzlich ist für die Nutzung des TV-Angebots über Kabel ein Kabelanschlussvertrag notwendig. Hierbei gibt es zwei Vertragsarten. Entweder der Kunde hat für seine Wohnimmobilie direkt mit Vodafone einen Vertrag, dies nennt man einen sogenannten Einzelnutzervertrag, kurz ENV, oder der Kunde wohnt in einem Mietobjekt und bezahlt die Kabelgebühren bereits als Mietnebenkosten an einen Vermieter. Der Vermieter wiederum hat in diesem Fall einen Vertrag mit Vodafone. Da solche Verträge meist mehrere Objekte mit mehreren Mietern umfassen, spricht man in diesem Fall von einem Mehrnutzervertrag, kurz MNV. Auf beide Vertragsarten, ENV wie MNV, können weitere TV-Produkte hinzugebucht werden. Doch welche Vorteile bietet Kabel-TV? Beim Kabelfernsehen ist stets die optimale Qualität der Bild- und Tonwiedergabe durch eine vorreservierte Kapazität im Kabel sichergestellt. Und dies ganz unabhängig von paralleler Internetnutzung der Kunden. Das ermöglicht eine uneingeschränkte und parallele Nutzung von TV-Programm und Internet. Die Analogabschaltung, bekannt unter dem Kürzel AXO, schafft nun noch mehr Netzkapazitäten. Durch die Umverteilung von TV- und Internetempfang wird die digitale TV-Übertragung effizienter und bringt gleichzeitig die Internetverbindung auf Gigabit-Geschwindigkeit. Doch bevor der Kunde von diesen Vorteilen profitieren kann, muss zunächst das Kabelsignal von analog auf digital umgestellt werden. Für alle von AXO betroffenen Kunden bedeutet dies, dass sie von ihrem heutigen Analog-TV-Produkt auf ein digitales wechseln müssen, idealerweise von Vodafone. Um Kunden ein maximales digitales TV-Vergnügen zu bieten, ist GigaTV die perfekte Lösung. GigaTV bietet eine große Programmvielfalt. Verschiedenste HD-Sender, größte Mediathekenauswahl Deutschlands, über 3000 Filme und Serien auf Abruf sowie Zugriff auf beliebte Streaming-Dienste wie Maxdome oder Netflix. Neben dem großen Fernseher im Wohnzimmer kann GigaTV zusätzlich und ohne Aufpreis auf bis zu 2 mobilen Endgeräten genutzt werden. Das heißt, das Fernsehprogramm lässt sich überall und jederzeit genießen. Und das sogar im Urlaub im EU-Ausland. Kurzum, der Kunde ist mit GigaTV bereits heute ideal für die TV-Welt von morgen ausgestattet. GigaTV – die beste Unterhaltung in einem Produkt.